Besser mehr als zu wenig. Dann brauche ich noch Holz. Also, Trichter. Kommst du auf einen komischen Trichter? Haha. So, Truhe. So. Habe ich 16 von diesen Röhren, das sollte reichen. So, jetzt habe ich, glaube ich, alles, ne? Nein, ich brauche noch... Scheiße, mir fehlt ein Brett. Ach, da habe ich auch noch was. So, warte. Das Ganze funktioniert nämlich dann so. Ich setze diesen Controller irgendwo hin, da vor die Kisten oder drumherum. Hauptsache, die sind angeschlossen, die sind daran angeschlossen. Dann kommt diese Röhre, die läuft bis zum Trichter. Die Kiste steht auf dem Trichter. Alles, was ich in die Kiste schmeiße, wird über den Trichter durch das Röhrensystem in die Schränke automatisch einsortiert. Ist das geil? Das ist so genial, da musst du nie wieder hier irgendwelche Gedanken machen, oh, wo kommt das jetzt hin und wo ist das? Und du hast dann dieses manuelle Sortieren, das entfällt. Und ich habe mir überlegt, dass ich mir das hier hinbaue, dieses System. Jetzt ist natürlich meine Frage, ich glaube, hier hinter kommt bald schon direkt die... Ja, da ist schon der Berg. Da ist schon der Berg. Von daher ist meine Frage, ich könnte natürlich noch tiefer gehen oder ich gehe in die Richtung. Oder ich baue das Ganze aus. Und würde dann natürlich ein bisschen die Optik des Hauses verschandeln, oder? Ich bin nicht sicher. Hier so erstmal rüber hier. Ach ja, genau, hier habe ich schon mal gerodet. Hier kommt mein Tier. Oh, ja, ich muss dringend was essen. Hier kommt mein Tiergehege hin. So, warte mal, das wäre dann da. Oder ich baue mir das Ganze ganz woanders hin. Warte mal, ich könnte ja auch nach hinten gehen. Erstmal gehe ich jetzt in die Küche was essen. Ach, ist das schön hier. Ach, herrlich. Oh, die Äpfel sind reif. Ja, muss ich gleich mitnehmen. Muss ich mich gleich drum kümmern. Ja, ich gehe ja schon. Oh nein, ich habe nur noch einen Burger. Ich muss dringend kochen. So, dann soll das erstmal da vor sich hin brutzeln. Jetzt lass mich mal kurz überlegen.
Eins, zwei, drei. Das geht, ich kann mich hier drunter bauen. Eins, zwei, drei, vier. Geht. Okay, dann habe ich das Problem schon mal gelöst. Dann arbeite ich mich hier raus. Öffnen wir hier die Baustelle. So, weißt du, dann gehen wir hier nämlich nach hinten weg. Das hier lassen wir so erstmal als Vorraum. Da weiß ich noch nicht, was ich hier dann mache. Ah, ich verstehe. Okay. So. Das wäre das. Kies ist auch gut, weil Kies brauche ich für die Schmiede später. Kommen wir dann zu. Wieso höre ich hier Lava? So, wenn ich nämlich dann... Wenn ich hier eine Stufe nach unten mache... eine gute Ebene. Kann ich das hier wegnehmen? Kann ich noch weiter nach hinten gehen? Ja, ich darf nur nicht. Okay, ich darf nur nicht hochgehen. Okay, gut, dann kommt hier mein Lager rein. Alles klar. Da kommt hier auch ein anderer Boden rein. Wieso bin ich voll? Wieso bin ich schon wieder voll? Ah. Wofür war nochmal die Truhe? Ach ja, warte. Hier rein, der Trichter muss hier rein und die Kontaktoren müssen hier rein. Richtig? Halt! Die kann ich auch schon mal hier reinpacken. Gut. Und dann überlege ich nämlich, dass ich die Kiste, wo ich alles reinschmeiße, die mache ich oben hin. Oder mache ich die hier? Ich weiß es noch nicht.
Und dann komme ich hier rein, schmeiß die Kiste hier rein und dann geht das automatisch hier so rum. Das ist geil. Das ist richtig cool. Nein! Das heißt, hier drunter ist das Wasser. Hm. Ich muss noch ein tiefer. Stufe. So, dann könnte ich hier... So, dann kann ich auf dieser Ebene arbeiten. Nicht weiter nach hinten raus. Das ist natürlich auch ärgerlich. Oder ich mache das Feld einfach weg da. Das kann ich ja auch machen. Hierfür wäre jetzt praktisch wirklich diesen geschmiedeten Hammer zu haben. Der haut nämlich 3x3, wenn ich mich erinnere. Da gehst du hin, die Hacke. Warte mal, den durfte ich gar nicht rausnehmen, ne? Oh, da tropft das Wasser durch. Haha, wie geil ist das denn? Ja. So, warte. Stufe. Dann habe ich hier... Das muss ich dann noch alles auskleiden. So, wie gesagt, das hier wird mein Lager hier unten. Hier kommt mein Lager hin. Da würde ich sagen, das ist doch erstmal ganz gut so. So. Da brauche ich noch mehr von diesen Steinen. Das kann ich dann bis dahin durchziehen. Davon habe ich doch jetzt welche rausgekloppt. Wie viele hatte ich denn jetzt davon rausgekloppt? 12 Stück. 2, 4, 8. Ach, kommt doch nicht weit. Aber hier kann ich schon welche hinhauen, oder? Das muss ich lassen, ne? Oh, hier ist die Beeteingrenzung. Ah, ich verstehe. Hier ist der Weg.
Ich kann mir auch schon mal überlegen, ich brauche einen Platz für die Schmiede. Ich muss mir irgendwo die Schmiede hinstellen. Ach ja, unter mir ist ja die Höhle, ne? Ich habe hier jetzt erstmal einen Rohbau. Ein Rohbau ist erstmal schon mal gut. Ich glaube, das soll ich erstmal so. So, lass mich hier mal kurz gucken. Ich glaube, dieses Feld kann weg. Ich glaube, das Feld kann weg. Ich denke mal, es ist an der Zeit, dieses Feld wegzupacken. Schlafen wir erstmal kurz. Dann können wir besser nachdenken, ne? Wenn man frisch ausgeruht ist, dann kann man erstmal besser nachdenken. So, die Kartoffeln müssten auch durch sein. Gehen wir nochmal eben schnell. Ah, ich finde, das sieht jetzt viel besser aus hier, das Haus. Schön bewohnt. Ich habe gar keinen Platz für Kartoffeln. Gut, was wollte ich jetzt? Jetzt muss ich erstmal was gucken. Da hinten wächst nichts. Warum wächst denn? Doch, es wächst. Nö, es wächst nicht. Irgendwas falsch gemacht. Normalerweise müsste das schon längst gewachsen sein. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Warte mal. Ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Wenn es das ist, was ich denke, dann bist du wirklich ein super Vollhorst. Eben was ausprobieren. Ja. Ich habe etwas falsch gemacht. Das ist doch alles nicht wahr, oder? Das ist dermaßen peinlich. Das ist an Peinlichkeit. Schon nicht zu überbieten. Ja gut, das kann ja mal passieren.
dermaßen Peinlichkeit nicht zu überbieten. Ich sag jetzt einfach mal nichts. Vielleicht fällt's ja. Vielleicht fällt's ja gar nicht auf. Dazu Mist gebaut. Ich dachte, komm, steck's einfach ein. Hast du dich wohl vertan? La la la. Ich wundere mich schon, warum da nichts rauskommt. Geht doch. Ach, guck mal, siehst du, sieht schon ganz anders aus. Jetzt fängt sie mir an zu wachsen. Natürlich hat das geschulte Auge das sofort gesehen, ne? Seitdem ich das gezeigt habe, den größten Lachkrampf aller Zeiten. Oh, ist dann halt so. Ach ja. So, Görke. 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 So, wo habe ich einen übersehen? Hier. Sonst auch wo? Hier. So. Gut, jetzt auch den ganzen Salat wieder rauskloppen. Die Felder jetzt eben neu bestellt und dann haben wir es. So. Gut. Salatsamen. So, lecker. Das wird dann schön. So, jetzt wächst wenigstens. Gut. Jetzt kloppen wir noch die ganze Möhre wieder rauf. Ist so schön. Macht ja auch eigentlich Sinn, ne? So, gut, die gibt auch gleich den Geist auf. Gucken wir weiter nach vorne. Gut, dass ich alle mitgenommen habe. Oh, Karotten kann ich so pflanzen. Okay. Nein.
alter Fressack. So, und jetzt noch die Kartoffeln raus. Schon schön lecker. Das wird super. Und wenn ich das hier dann korrigiert habe, dann entweder bastel ich jetzt an meinem Lager weiter, oder ich würde sagen, ich kümmere mich wirklich mal drum, dass ich die dass ich die Sachen für die Schmiede beisammen kriege. Das ist nämlich auch noch ein bisschen da braucht man ein bisschen bestimmtes Zeug für. Aber das sehen wir ja dann gleich gemeinsam. So, bam, bam, bam. So, jetzt wird ein Schuh draus. Wunderbar. Ja, siehste. Ja, so sieht's doch gut aus. Manchmal, ne? Boah, ich hab schon wieder Hunger. Kann man auch Ofenkartoffeln anpflanzen? Dann kommen direkt gekochte Kartoffeln rein. So, wenn er frisst, brauche ich noch. Lecker. So, jetzt sind wir aber erstmal satt. Und wieso fehlt hier hinten eigentlich Licht? Das ist jetzt erstmal nur so pro forma. Ja, gut. Zwiebeln, Senf, Gurken. Alles klar. So, und sobald ich genug hier Zeug zusammen habe, warte mal, ich habe jetzt etwas über 100, kriege ich 2 bis hier so, ne? Ja, da kümmere ich mich dann drum. Das Feld, das muss ich nicht wieder bestellen. Warte mal. Oh.